So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke, der Adi liegt auch schon wieder bereit. Ihr wisst, was das heißt, ne? Chill mit Adi angesagt. Da kannst du am Fuß ziehen, dann lehnt er sich zurück. Das ist jedes Mal, keine Ahnung. Ich brauche auch ein Waschbecken, wo ich mich einfach reinlegen kann. Eigentlich warte ich gerade auf den Techniker von Kabel Deutschland. Er hat gesagt, zwischen 14 und 17 Uhr ist er da. Ist auf jeden Fall eine präzise Zeitangabe. Jetzt ist es gerade 15.30 Uhr, das heißt, die Hälfte der Wartezeit haben wir schon hinter uns. Gleichzeitig warte ich auf Hannes, der wollte 15 Uhr da sein, dann 17 Uhr. Jetzt hat er gesagt, vielleicht schafft er 16 Uhr. Ist auf jeden Fall präzise, aber da kann er nichts dazu. Die Züge machen wieder, was sie wollen. Iswo kommt heute auch. Heute ist nämlich der Donnerstag. Mein Internet geht immer noch nicht. Ich muss gucken, dass das zum Wochenende alles noch klappt, hin und her geregelt wird. Und heute, als ich heimkam, weil ich extra nach Hessberg gefahren bin, um bei meiner Mutter zu Hause die Videos hochzuladen für heute, für den Donnerstag, habe ich gesehen, als ich wiederkam, vor der Tür lag hier so ein kleines Paket, Päckchen, so eine Post halt. Ne, guck, Adi, das ist die Post. Ich wusste nicht, was es ist, ich habe in letzter Zeit nichts bestellt. Es hat sich auf jeden Fall weich angefühlt. Hier war ein Aufkleber drauf. Bei dem Aufkleber konnte ich auch nicht viel mit anfangen. Da stand nämlich nur DHL-Paket von Jun Express Logistics Hessenring Mörfelden-Walldorf. Ich habe keine Ahnung, was Jun Express ist, aber das ist nichts Deutsches. Hört man schon bei Hessenring. Das ist kein Deutsch. Mörfelden-Walldorf. Kennt niemand, ist bestimmt eine Stadt in China. Ja, wir müssen wieder China sagen. Dann habe ich gedacht, ich mach's noch nicht auf. Ich frage erstmal Pupsi, denn Pupsi hat gesagt, sie hat extra was bestellt für meinen Geburtstag und hofft, dass das bitte noch ankommt bis zum Geburtstag. Morgen ist Geburtstag, also am 16.07. Jetzt habe ich das in der Tür. Jetzt dachte ich, das ist von Pupsi. Habe ihr das gezeigt und sie sagt, nein, ihrs ist noch unterwegs und ihrs kommt auch nicht zu sie. Ihrs kommt nicht zu ihr, ihrs kommt nicht bei ihr an, sondern es kommt zu den Eltern. Jetzt lass dich mal nicht so hängen. Also habe ich wieder keinen Plan gehabt, was es ist. Habe dann angefangen, das hier ein bisschen abzunagen. Und dann habe ich das entdeckt. Und dann habe ich gewusst, was es ist, beziehungsweise habe gar nicht geglaubt, was es ist. Denn so wie das aussieht, müsste das ein Relaxo sein. Oh, mein Wecker geht. Nee, das war gar kein Wecker, das war was anderes. Das müsste auf jeden Fall ein Relaxo sein, ein kleines, süßes, eingepacktes Relaxo. Und jetzt frage ich mich wirklich, was ist passiert? Ihr wisst alle, ich habe die Raid Party von Sabrina geguckt, am Montag mal bei Chill mit Ramses, wo Murmel hinter ihr gesessen hat. Und immer wenn sie ein neues Pokémon besiegt hatte, eine neue Szene, wie der Raid-Boss geschrumpft ist, saß Murmel hinter ihr und hat irgendein Plüschtier immer so hinter sie gehalten, damit rumgefuchtelt wie ein Geisteskranker. Und irgendwann waren neben Mew und Glurak und Pikachu und sonst was ein Relaxo dabei, aber kein normales Relaxo, sondern Relaxo mit Ditto-Gesicht. Und da habe ich gesagt, das sieht so cool aus, ich finde, das normale Relaxo ist cool. Aber das mit Ditto ist cool und süß zugleich mit diesen kleinen schwarzen Knopfaugen. Ich habe extra einen Kommentar drunter geschrieben und gefragt, hey, mag der Murmel mir das vielleicht schicken? Das ist aber toll, das will ich auch haben, das begleitet mich dann immer. Gibt er natürlich nicht ab, war auch nicht so ernst gemeint, aber was ernst gemeint war, dass ich unbedingt dieses Relaxo haben wollte. Dann habe ich bei Amazon geschaut. Ich habe das auf die Wunschliste gepackt, aus Spaß im Stream, habe gesagt, guck mal, wir packen es mal auf die Wunschliste, im Endeffekt kauft das einer, ja, und lässt mir das zuschicken. Wird wohl nicht passieren, aber wir können es ja mal hinpacken, vielleicht irgendwann in Zukunft kann ich es dann selber kaufen. Adi, ess doch nicht das Zeug. Und jetzt liegt es ja einfach in der Tür und ich weiß nicht, von wem es ist. Wenn es aber wirklich über die Wunschliste kam, müsste es ja eigentlich... müsste eigentlich ein Zettel mit dabei sein, dass man weiß, woher das kam. Wir werden das jetzt hier also mal weiter aufmachen. Guck doch mal, wie es da rausguckt. Adi, guck doch mal. Adi, ganz wild. Adi, du rutscht gleich runter, wenn du so weiter machst.
ziehen wir nochmal. Jetzt das Wichtigste, ist da ein Zettel mit drin? Da ist kein Zettel mit drin, das ist nur die Folie. Mehr nicht, Adi. Das ist nicht mehr, das ist nur die Folie. Guck mal, Turtles. Hey! Und ins Katzenklo. Und hier scheint es auch nichts drin zu sein. Das ist einfach das Relaxo. Ich dachte immer, wenn du was über die Wunschliste bestellst, dann steht da, wer das bestellt hat. Damit du da weißt, bei wem du dich bedanken kannst. Ja, Mann! Wir sollten nicht an der dicken Naht aufziehen, sondern an der dünnen Naht. Das funktioniert dann auf jeden Fall eher. Das haben wir jetzt auch abgemacht. Und das ist übelst flauschig und dick. Guckt euch das mal an. Und guckt euch das Gesicht an, das komische. Ich bin ein Relaxo. Das ist ja alles ein Ditto, ja. Das heißt, es ist ein Kissen. Das könnt ihr hier unten auch aufmachen. Dann könnt ihr das irgendwie so rumkrempeln. Vorsicht, nicht kaputt machen. Dann macht ihr das wieder zu. Und wenn ihr das zugemacht habt, seht ihr hier euer schönes Ditto-Kissen. Ist das nicht gemütlich? Jetzt könnt ihr das mitnehmen, wenn ihr wandern geht, wenn ihr schlafen geht, wenn ihr zelten geht, wenn ihr irgendwas macht. Oh, es riecht auch richtig nach Chemie. Das heißt, du kannst dich in den Schlaf wiegen oder in den Schlaf riechen. Abends eine Brise und dann einschlafen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das Ditto. Ich hätte nie gedacht, letztens gab es das, die allererste Post aus der Amazon-Wunschliste. Das ist die zweite Post aus der Amazon-Wunschliste. Die erste war von Veronika mit diesen Samyang-Nudeln. Die zweite weiß ich leider nicht. Wer hat das bestellt? Wer hat mir das bestellt? Wer hat das mir zugeschickt? Schreibt's bitte in die Kommentare, aber bitte nicht, dass jetzt 10 Kommentare drinstehen mit, das war ich. Es kann ja nur einer gewesen sein. Ich habe auch nur eins bekommen. Ich weiß auch nicht, wie das ist, ob ich da eine Anzahl reingeschrieben habe von einmal und sobald das bestellt ist, dass das da aus der Liste raus ist. Nicht, dass der Nächste jetzt, bevor das Video online kommt, hingeht, das bestellt und dann kriege ich noch eins und noch eins und noch eins. Dann habe ich zwar irgendwann eine ganze Ditto-Kissenlandschaft. Dürfte jetzt auch nicht so schlimm sein, egal. Selbst wenn ich 50 Stück hätte, würde ich mir die alle aufs Sofa setzen. Jetzt habt ihr hier wieder die Beinchen. Ihr könnt das wieder hier rausziehen. Wir kremmeln es nochmal um. Machen es wieder zum Relaxo. Oh, das sieht ja aus. Das Relaxo, das Ditto am Arsch kleben. Ja, und jetzt muss das ins Relaxo rein. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, wie wenn man an Thanksgiving einen Truthahn befüllt. Und dann die Armbanduhr drin vergisst, dann wieder zumachen. Und das war's. Das dicke, fette Ditto Relaxo. Wohl von der Amazon-Wunschliste, aber keine Ahnung von wem. Dankeschön auf jeden Fall, das freut mich mega. Das muss ich jetzt immer irgendwo mit als Maskottchen mitnehmen. Das ist so weich und so fluffig. Und so chemisch. Ich liebe es. Dankeschön. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Relaxo. Euer Ramses. Ich glaube, der Adi hat keinen Bock. Der Adi hat Angst, oder? Adi, guck. Ich glaube, der Adi hat keine Angst. Ich glaube, der Adi hat was anderes. Adi, guck. Guck doch. Riech am Relaxo. Riech am Relaxo. Ja gut, der Adi ist der Adi, ne? Peace out, Vorhaut.